Kopiert Apple einfach Android? Naja, zumindest verdichten sich die Gerüchte, dass Apple mit iOS 18 seinen ärgsten Konkurrenten kopieren und sogar mit ihm kooperieren könnte. Das kommende Update für iOS soll zumindest sehr viel Inspiration von Android und Hilfe von Google erhalten. Wir schauen es uns heute mal genauer an. Mein Kollege Jens hat schon vor einiger Zeit ein Video über die aktuelle iOS 18 Gerüchteküche gemacht. Den Link dazu findet ihr hier oben. Da ging es vor allem darum, dass Apple mit iOS 18 das wohl größte Update der Firmengeschichte veröffentlichen soll. Wirkliche Details gab es aber natürlich nicht. Mittlerweile sind mehr vermeintliche Leaks veröffentlicht worden und es wird auch schon wieder gemunkelt, dass das Update doch nicht ganz so groß ausfallen dürfte wie gedacht. Aber gucken wir doch mal. Die iOS-Nutzeroberfläche soll ein Redesign erhalten. Genauer gesagt, es soll flexibler werden. Denn ja, mit iOS 18 soll es möglich sein, die App-Icons, Widgets und Co. frei auf dem Homescreen anzuordnen. Ihr könnt in Zukunft also einfach alles wild auf eurem Homescreen verteilen, egal an welcher Position. Android-Nutzer und Nutzerinnen lachen da jetzt bestimmt drüber, denn Icons frei auf dem Homescreen anzuordnen ist für sie ja absolut nichts Neues. Also Apple, es ist nicht verkehrt, sich Android hier als Vorbild zu nehmen. Naja, aber eigentlich auch nur fast. Ja, es soll möglich sein, die Icons nach Belieben zu verschieben, aber weiter nur in einem von Apple vorgegebenen Raster. Keine 100%ige Freiheit also. Aber hey, zumindest wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Ein weiteres großes Thema ist dieses Jahr vor allem künstliche Intelligenz. ChatGPT hat es salonfähig gemacht, Samsung mit dem S24 und Google mit Gemini bilden mit die Vorreiterposition. Und vom Innovationsriesen Apple ist bisher gar nichts bekannt, außer dass das Thema sehr wichtig für sie sei. Neueste Gerüchte verhärten aber, dass zukünftig für iPhones und iPads eine KI-Unterstützung kommen soll. Diese hört aktuell auf den Namen MM1 und soll ein multimodales Modell sein, welches sowohl mit Text als auch mit Bildern umgehen kann. Zumindest zeigt das ein aktuell veröffentlichtes Paper. Klingt jetzt vielleicht erstmal weniger spannend und innovativ als das, was die Konkurrenz schon leistet, aber in einigen Beispielen erklären die Autorinnen und Autoren, wie genau das KI-Sprachmodell funktionieren soll. Stellt euch eine Kneipenszene vor. Ihr habt einiges an Getränken an diesem Abend bestellt und wollt nun bezahlen. Jetzt soll euch Apples KI nur mit einem Foto vom Tisch und der Getränkekarte automatisch den Gesamtbetrag ausrechnen. Klingt erstmal richtig interessant. Wobei es sicherlich einige Hürden gibt, wie fehlende Labels oder auch Getränke in Gläsern. Ein weiterer Anwendungsbereich der MM1-KI soll laut des Papers die Bearbeitung von Bildern über einen Sprachbefehl sein. So reicht es, dieser zu sagen, sie soll ein Bild aufhellen, eine Person fokussieren oder die Pizza gesünder aussehen lassen und die künstliche Intelligenz übernimmt den Rest. Aber Apple möchte seine KI-Pläne nicht alleine in die Tat umsetzen. Bloomberg zufolge verhandelt Apple offenbar mit Google über die Integration von KI-Technologien in iPhones. Hier geht es vor allem um Googles Gemini. Sie soll bestimmte Funktionen rund um generative KI bereitstellen. Ähnlich macht es ja Samsung auch schon, dessen Galaxy AI zu einigen Teilen einfach das eigene Branding über der Google-Technologie ist. Apple könnte sich also bestehende und gute Techniken lizenzieren, mit der Möglichkeit, sie mit den eigenen Fortschritten zu kombinieren und zu integrieren. Das wären dann zum Beispiel Echtzeitübersetzungen, Bilderkennungen und so weiter. Es würde Apple auf jeden Fall helfen, aufzuholen und sich so auf innovative Features für ihre Geräte zu konzentrieren. Und wer nun denkt, Apple arbeitet zum ersten Mal mit der Konkurrenz, der liegt falsch. Tatsächlich arbeiten beide Unternehmen seit Jahren zusammen. Erkennt ihr gut daran, dass in Safari zum Beispiel Google als Standardsuchmaschine integriert ist. Es bleibt also spannend, in welche Richtung sich Apple zukünftig entwickeln wird und auf welche Technologien sie ihren Fokus legen. KI bleibt weiterhin ein wichtiges Thema für den Konzern und so wie wir das amerikanische Unternehmen kennen, veröffentlichen sie erst etwas, wenn es spruchreif und vor allem innovativ ist. Ob das alles schon mit iOS 18 geschehen wird, das weiß nur Apple selbst. Für große Sprünge im Bereich der künstlichen Intelligenz könnte es für dieses System-Update vielleicht schon zu spät sein, denn es wird erwartet, dass iOS 18 schon Anfang Juni vorgestellt wird. Doch zumindest stehen die Chancen gut, dass das aktualisierte Betriebssystem den Weg für den alltäglichen Gebrauch von KI-Funktionen
auf den iPhones ebnet. Wir werden es hoffentlich bald erfahren. Was meint ihr? Wird mit iOS 18 schon das große KI-Update von Apple kommen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Abo und Like nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.